So, wie ich jetzt mich anziehe und ausgehe, den Professor besuche und mehr oder weniger erlogene Artigkeiten mit ihm austausche, alles ohne es eigentlich zu wollen. So tun und leben und handeln die meisten Menschen, Tag für Tag, Stunde um Stunde, zwanghaft, ohne es eigentlich zu wollen. Machen Besuche, führen Unterhaltungen, sitzen Amts- und Bürostunden ab, alles zwanghaft, mechanisch, ungewollt, alles könnte ebenso gut von Maschinen gemacht werden oder unterbleiben. Und diese ewig fortlaufende Mechanik ist es, die sie hindert, gleich mir, Kritik am eigenen Leben zu üben, seine Dummheit und Seichtheit, seine scheußlich grinsende Fragwürdigkeit, seine hoffnungslose Trauer und Öde zu erkennen und zu fühlen. Oh, und sie haben recht, unendlich recht, die Menschen, dass sie so leben, dass sie ihre Spielchen spielen und ihren Wichtigkeiten nachlaufen, statt sich gegen die betrübende Mechanik zu wehren und verzweifelt ins Leere zu starren, wie ich, entgleister Mensch, es tue.